Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen zu einem Augenring und Flieg Montag. Es ist kurz nach 10. Ich muss jetzt auch schon wieder los. Ich habe mich nämlich 10:30 Uhr mit meiner Mama verabredet. Wir fahren hier ins Einkaufscenter, um das Geburtstagsgeschenk oder Geburtstagsgeschenke für Elfriede Truthahn zu besorgen. Also die Sophia hat Geburtstag die Woche am Donnerstag. Entschuldigt. Und ihr könnt euch vorstellen, warum ich so müde bin. Ja, wir waren doch gestern auf unserem Max-Rabe-Konzert und hatten einen wunderschönen Tag in Bamberg, Flo und ich. Wir wohnen unweit von Bamberg weg und gestern habe ich mir wieder gedacht, mein Gott, wir sind eigentlich viel zu selten in Bamberg. Auch einfach mal so sonntags rumschlendern, Mittagessen und ja, einen schönen Tag verbringen. Also kann man auch gut mit Kindern. Aber gestern ohne Kind ist natürlich noch mal entspannter. Und ja, wir haben halt unseren lieben Kumpel Fabi getroffen, der uns das alles möglich gemacht hat. Da quasi zum einen halt ja, Freikarten zu bekommen, Schrägstrich auf der Gästeliste zu stehen und auf der anderen Seite natürlich auch Max Rabe persönlich kennenzulernen und Bilder mit ihm zu machen. Also vielen herzlichen Dank, Fabi, du schaust uns wahrscheinlich nicht, aber vielleicht doch. War super. Also ja, es ist ja auch gut zu wissen, dass es doch recht nützlich ist, mit Flo verheiratet zu sein, weil so hat man halt schon sehr, sehr viele Connections, gerade so in der Musikbranche. Und kommt halt dann vielleicht ja zu Gelegenheiten, die halt andere Leute nicht haben. Aber es muss ja auch was Gutes haben, dass ich mein halbes Leben lang auf diesen Kerl einfach nur warte und wenn er dann da ist, seine Tasche hinknallt. Naja, ja, ich muss los. Ich würde sagen, wir starten einfach in das Video. Ich erzähle euch später noch ein bisschen was davon und ich würde sagen, wie immer, tschüssi, bis zum nächsten Mal, wollte ich jetzt schon sagen. Dabei meine ich ganz viel Spaß bei meinem heutigen Video. Wie ihr seht, ich bin noch ein bisschen verpeilt, weil es doch ein bisschen spät war, als ich ins Bett bin. Und wie verschnuselt, verbruselt man einen Vormittag genau mit ein bisschen rumgoggern mit seiner Mama. Mensch, mein Auge zuckt zurzeit immer so. Ich war jetzt mit der Mama ja, bei dem Einkaufscenter, das wir haben. Und wir haben für Sophia Geburtstagsgeschenke gekauft, zeige ich euch zu Hause. Und dann haben wir auch noch ein bisschen bei Netto eingekauft, aber es ist einfach nicht mein Laden. Ja, das ist einfach nicht mein Ladenpunkt. Trotzdem habe ich ein paar Sachen gekauft und es wird heute tatsächlich kein Weight Watchers geben, sondern ich habe, und es ist voll selten und ich glaube, der Flo wird es genießen, heute mal voll Bock auf so chinesisch süß-sauer von Onkel Bens und habe da jetzt zwei so Gläser mitgenommen. Ich habe noch Hähnchenfleisch daheim, das taue ich jetzt dann gleich auf und dann gibt es heute Reis mit Onkel Bens Hähnchen süß-sauer. Da habe ich jetzt voll Bock drauf und für die Lu mache ich dann ein paar Bratkartoffeln mit kleinen Nürnberger Bratwürstchen, weil dann habe ich nämlich auch was, was ich ihr morgen dann in den Kindergarten mitgeben kann, weil ich da das Essen gestrichen habe für morgen. Genau, und dann waren wir noch bei DM, da habe ich mir aber bloß einen Nagellack, ein bisschen passend zu meinen neuen Fingernägeln, rausgesucht, weil ich das schon immer, also ich persönlich finde es in Ordnung, wenn zum Beispiel Füße French und dann hat man bunte Nägel, aber wenn man zwei verschiedene Farben auf den Nägeln hat, das gefällt mir immer nicht so. Deswegen gucke ich schon immer, dass ich irgendwie wenigstens den gleichen Farbton erwische. Und dann waren wir noch im Deichmann, aber hat mir nicht irgendwie so wirklich was gefallen. Und ja, im Spielzeugladen habe ich mit Mama schon ein bisschen rumgeguckt, was ich Luna ein bisschen so in die Geschenkekiste legen kann. Für Luna und für ihren Kindergeburtstag und für ihren normalen Geburtstag. Ich glaube, da findet Luna relativ viel. Also muss ich echt sagen, der Laden da im Einkaufszentrum ist vielleicht preislich manchmal ein bisschen höher. Und auf jeden Fall höher wie im Internet, das ist ja klar. Aber er hat ein super tolles Sortiment. Also da kann man echt von Abba bis Zabba alles haben. Unter anderem hat die Mama jetzt auch der Lu zum Geburtstag. Die Lu schaut ja unsere Videos nicht.
die Eule, die Weihnachtseule von den Tonys gekauft. Und die wollte ich ja letztes Jahr, habe ich die schon ins Auge gefasst. Und dann war ich irritiert, weil ein paar Leute bei Instagram auch unter Annas Profil geschrieben haben, dass da irgendwie gesagt wird, dass die Eltern die Geschenke kaufen. Und dann hat Anna die gekauft und hat sie durchgehört und dann habe ich sie mal gefragt und dann hat sie gesagt, ach, Steff, die sagen da wirklich nur einmal kurz irgendwie so mit Geschenke kaufen, aber das checkt die Luna noch nicht. Und jetzt will ich halt doch die Weihnachtseule haben, weil da haben wir das Buch davon, von der kleinen Eule. Die kleine Eule feiert Weihnachten und wir haben ja auch alle die Eule mit der Beule Bücher und der Hummer hat Kummer und der Biber hat Fieber und die Maus mit der Laus und das Einhorn ohne Horn vorn. Und ganz tolle Bücher kann ich euch mal unten in der Infobox verlinken, falls ihr da irgendwie eine Geschenkidee auch braucht und so weiter. So langsam aber sicher muss man sich ja auch mal ein bisschen überlegen, was es an Weihnachten gibt. Und da haben wir aber auch diese kleine Eule als Tony und die liebt die Luna auch. Die Eule mit der Beule ist auch ein sehr, sehr schöner Tony, wie ich finde. Als Hörbuch mit Liedern ist es. Genau, und das hat die Mama ja jetzt gekauft und schenkt sie noch zum Geburtstag und das finde ich voll cool. Da freue ich mich voll jetzt. Da freue ich mich selber voll auf den Tony. Ich wollte euch ja noch ein bisschen was über mein Max-Rabe-Konzert erzählen und es war wirklich voll schön. Also auch er als Person ist ultra nett und also normal. Ich war schon sehr nervös und das ist bei mir ja eigentlich, naja, selten, dass ich sprachlos bin oder dass ich auch nervös bin, weil ich mir immer denke, alles sind ja nur Menschen. Und ich war dann sehr nervös, habe mir aber dann auch gedacht, naja, Steff Max Rabe ist auch nur ein Mensch und wenn er halt irgendwie keinen Bock hat und dir das Gefühl gibt, dass er jetzt keinen Bock hat, dann ist ja auch okay. Aber war er gar nicht. Also er hat sich unwahrscheinlich nett mit uns unterhalten in seiner Pause von seinem zweistündigen Programm. Waren ungefähr 20 Minuten Pause und davon hat er 10 Minuten mit uns verbracht. Sehr nett, sehr zuvorkommend, sehr höflich, hat uns dann auch gleich, hat uns halt gefragt, wie wir halt hier hinterkommen oder zu wem wir denn gehören und dann haben wir halt eben gesagt, dass wir zu Fabi gehören und Fabi ist ja doch auch ein lustiges Kerlchen und dann hat er gleich gesagt, was, wie kommt ihr denn zu dem Rabauken und ja, haben dann auch mit ihm gelacht und er hat uns dann auch tatsächlich gefragt, ob wir nicht Lust hätten, er hat beim Singen gesehen, dass in der ersten Reihe halt noch Plätze frei sind, ob wir vielleicht Lust hätten, in die erste Reihe zu kommen. Fand ich auch sehr lieb und ist auch nicht selbstverständlich. Fand ich sehr, sehr toll. Haben wir dann aber nicht gemacht, weil Freunde von Fabi auch noch auf den anderen Plätzen saßen und wir wollten dann halt den Freunden gegenüber nicht so unhöflich sein. Das habe ich ihnen aber auch so erklärt und ich glaube, das fand er ganz sympathisch. Ja, also wirklich mega toll. Auch die paar Menschlein, die wir da von seinem Orchester kennenlernen durften, wenn auch nur flüchtig, waren alle sehr, sehr nett und ja, sehr, sehr höflich. Also war ein ganz tolles Erlebnis, wirklich cool und kann mir schon wieder keiner mehr nehmen in meinem Leben. Ansonsten war es halt auch ein unwahrscheinlich schöner Tag in Bamberg und alle, die vielleicht mal vorhaben, die Stadt Bamberg zu besuchen, macht es. Also Bamberg ist einfach unwahrscheinlich schön und ich habe es ja vorhin schon gesagt, gestern habe ich mir wieder gedacht, wir sind eigentlich viel zu selten in Bamberg für das, dass wir wirklich nicht lange hinfahren. Ja, schon wieder genug gesabbelt beim Autofahren. Nicht, dass ihn mir aus dem Ohr blutet. Ich melde mich einfach später wieder, wenn ich meinen Moggi abgeholt habe. So, der Moggi ist zu Hause. Die hat jetzt gerade gefragt, ob sie ein bisschen Fernsehen schauen kann. Und das lasse ich sie ja immer nach dem Kindergarten, um ein bisschen zu chillen. Und ich chill ein bisschen mit. Und sie isst eine Paula. Das ist einer ihrer Lieblingspuddings und Joghurts, stimmt? Genau, den fuddelt sie jetzt und wir gucken Sexstorm. Und ich habe mir jetzt aber hier Blatt Papier und Stift schon bereitgelegt und werde ein bisschen so Brainstorming betreiben, was Lunas Geburtstag angeht. Der ist ja doch auch irgendwie bald. Ein bisschen was an Deko habe ich schon bestellt. Und ja, jetzt gucke ich dann nochmal, oh, jetzt zuckt das Auge schon wieder so. Jetzt gucke ich dann nochmal, ja, wen will sie überhaupt alles einladen, dass ich mal ein bisschen so auf dem Schirm habe, wie viele Kinder wir sind. Lunas Geburtstag und Lunas Kindergeburtstag wird dieses Jahr getrennt voneinander stattfinden, weil ich eine Kutsche gemietet habe und die am 5. Oktober nicht fahren kann, also ist der Kindergeburtstag erst am 7. Oktober. Genau, und am 5. Oktober habe ich aber vor, mit meiner Verwandtschaft ein bisschen zu feiern und ja,
Das will ich jetzt alles mal ein bisschen aufschreiben, dass ich halt ungefähr überschlagen kann, wie viele Leute sind wir, wann und wo und wie und überhaupt. So, wir haben jetzt schon 17 Uhr und ein paar zerquetschte. Flo ist schon lange daheim. Lu ist natürlich wieder mal draußen. Oh Gott, sorry, ich dampfe gerade raus. Die ist draußen an der frischen Luft. Und ich bin aber einfach zu müde, um mit rauszugehen. Und meine liebe Katrin hat gesagt, sie darf gerne rüberkommen zu Julian. Und jetzt spielen sie da außen allesamt. Genau. Oh, ich bin immer noch so müde. Ey, und mein Boden hat es mal wieder bitterst nötig, rausgedampft zu werden. Das habe ich wirklich schon ewig nicht mehr gemacht. Gebe ich zu, das sind bestimmt 2-3 Wochen, wo dieser Boden nicht mehr anständig gereinigt wurde. Das werden wir, denke ich, jetzt dann auch sehen. Ja, und das mache ich jetzt mal schnell. Ihr wisst ja, mit meinem Perchi. Und dann ist der Boden wieder tippitopp. So, ich ertrage heute irgendwie, keine Ahnung, keine Lautstärke. Bin zu müde. Ach, ich könnte eigentlich einen Espresso zischen. Ich habe jetzt den Flo mal rausgeschickt, dass der auch noch ein bisschen was von seinen Sachen wegräumt, was er mir eben schon länger verspricht, dass er das macht. Und das macht er natürlich auch ganz brav. Und ich habe jetzt schon unser Essen vorbereitet. Und in der heutigen Zeit ist es ja wirklich so, dass es einfach alles von alleine kocht. Hier in der Mikrowelle gart unser Reis im Tupper-Reiskocher, wie ich ihn ja nenne, vor sich hin und ich muss nicht gucken. Hier in meinem Krupsi-Bupsi oder auch Knutschkugel, wie meine liebe Jule sie ja nennt, garen jetzt die Kartoffeln, die ich brauche für Lunas Bratkartoffeln. Das Einzige, was ich jetzt noch gemacht habe, ist, ich habe Hähnchenbrustfilet in Stücke geschnitten und habe die jetzt hier in eine Schüssel rein mit ein bisschen Gewürzen und Speisestärke. Das vermische ich jetzt dann. Den Trick habe ich von dem chinesischen Hähnchen-Süß-Sauer-Rezept von HelloFresh. Da muss ich mal meinen Bruder fragen. Da habe ich nämlich meinem Bruder die Rezeptkarte gegeben, ob er die mir entweder kopiert oder abfotografiert und mit dem Handy schickt. Weil, oh, das ist richtig. Mua. Wirklich bellissimo. Also es schmeckt richtig, richtig fein. Und ist halt echt alles aus frischen Zutaten. Ich mache ja heute hier die Zeitsparversion und schütte einfach ein Glas Onkel Bens Süß-Sauer-Extra-Gemüse drüber. Und das essen Flo und ich. Und weil Luna kein Fan von chinesischem Essen ist, kriegt die Nürnberger Bratwürstli. Die gehen nämlich bei ihr immer. Und dazu Bratkartoffeln. Und weil ich morgen, habe ich ja heute Vormittag schon erzählt, ne? Oh, ich habe echt cool. Vorhin nur beim Bäcker so ein Pizzastück gegessen. Und Luna nimmt dann Bratkartoffeln und Bratwürstli morgen auch mit in den Kindergarten zum Essen. Da ist sie nämlich auch verköstigt. Die ist immer noch beim Julian im Garten. Aber wenn ich dann soweit alles vorbereitet habe, pfeife ich die nach Hause. Weil bei denen drüben natürlich auch irgendwann das Abendritual anfängt. Entschuldigung, mit vollem Mund sollte man nicht sprechen. Ich bin sehr unhöflich. Ja, und wisst ihr was? Weil das alles auch so schön vor sich hin brutzelt, ganz alleine, werde ich jetzt auch noch ein bisschen rausgehen. Guck mal, da meine liebe Katrin im Garten ist, da wo eben Luna auch ist. Und dann kann ich den nämlich auch in der Viertelstunde mit heimnehmen und kann noch ein bisschen mit Cat quatschen. So, ach, ich liebe es ja, wenn mein Boden gereinigt ist, sage ich jedes Mal, ne? Aber nicht hier, was ist das da? Das ist kaputt gegangen, die Kiste. Ach so, eine Kiste. Wir könnten immer Batterien, das ist voll schwer. Vielleicht kann ich das doch. Du musst das anhängen, dann ist es voll schwer. Ich will auch ein Kind. Wo ist der Weihnachtsmann, Papa? Was, der? Wo ist der Weihnachtsmann? Weihnachtsmann? Ich weiß nicht. Ho, ho, ho. Ja. Das ist der Weihnachtsmann.
Wo fliegt ihr hin? Zu dem dritten Geschenk. Schon 7 Uhr. Eigentlich für unsere Verhältnisse ja total bald, aber wir wollten jetzt ein bisschen eher essen, weil ich jetzt in einer halben Stunde Luna auf jeden Fall schon ins Bett knallen will, weil die einfach ultra müde ist. Und jetzt machen wir noch einen FaceTime-Anruf in Saarland zu Flo's Eltern, dass die auch mal wieder den Lu sehen und sprechen. Und dann. Ja. Ascht. Ja, dass die uns auch mal wieder sehen und hören. Also zumindest halt auch Luna. Und genau, jetzt noch schnell Zeug verräumen. Heute wieder nur rumgewerkelt. Das ist jetzt auch noch gleich eine Portion Luna-Wäsche. Fertig im Trockner. Die muss ich noch zusammenlegen. Dann hat dieses Kind wieder die ganze volle Ration an Klamotten in der Woche zur Verfügung. Und dann komme ich da schon mal nicht ins Kuddeln. Soll ja noch mal richtig schön werden. Der Flo und ich sind jetzt auch echt schwer überlegen. Am Sonntag ist in Nürnberg ein Seifenkistenrennen, wo unser Kumpel vom Böse Buben Club, der liebe Marc, auch mitfährt. Und ich habe jetzt zum Flo gesagt, Mensch, das Wetter soll so cool werden. Was meinst du, wollen wir nach Nürnberg reinfahren? Sind wir zwar schon ein ganzes Stück unterwegs. Da fahren wir schon auch wieder 40 Minuten bis fast eine Stunde. Hat vorhin das Navi angezeigt. Also falls da auch jemand rumhüpft am Wochenende, vielleicht sieht man sich ja. Weil ich denke, das werden wir bestimmt machen, das ist bestimmt interessant. Außer irgendwie, keine Ahnung, uns reitet doch noch irgendwas anderes und wir fahren dann doch nicht. So, den Rest lasse ich stehen, weil der Flo schon gesagt hat, er spült morgen. Nämlich die Töpfchen hier, den Reistopf und... Was redet sie denn mit ihrer Oma? Das Wetter, glaube ich, nicht mehr. Die Freiwetter haben schon fast alle geschlossen, ne? Ja. Wenn es jetzt Herbstwetter ist, ist das Wasser zu kalt, ne? Im Freibad. Ne? Hi, da sind sie, glaube ich. Hallo, da ist schon das Bild von der Tochter. Und? Ja, das ist, hey, ist Veranstaltung. Esst ihr außen oder was? Ja, wir kommen bei Balkon. Krass. Wir haben immer noch über 20 Grad.
Grad. Und heute halt 27 Grad noch. Na, Saarländer müsste man sein, hallo Luna? Ja, siehst du, tun weh, bei uns ist immer schlecht Wetter. Naja, aber wenn ich da bin, ist immer schlechtes Wetter. Ja. Mach doch mal deine Gedanken. Jetzt kommen wir beide hoch, der Papa und ich spielen jetzt mit dir. Der Papa und ich spielen jetzt mit dir. Hast du Bock? Mhm. Und was spielen wir? Barbie. Barbie, okay. Mama, die sind Freunde. Die heißt Elena und die auch, aber die sind... Beide heißen Elena. Ja, und du darfst die spielen und Papa, du darfst die spielen und ich spiele die. Wieso die keine Hose an? Die, weil ich finde keine Hose. Aber ich finde das. Die muss die Jacke anziehen. Das Quiet. Apropos quietschen. Was? Die Luna möchte nochmal darauf hinweisen, dass du ihr Fahrrad bitte aufpumpst. Stimmt's, Lu? Ach, Mama, das kann ich schon. Nee, ich mach schon Schluss. Was ist das? Das gehört zur Barbie, denke ich. Dann nehme ich halt einfach die, oder? Morning comes at night. I don't understand. You and I so different now. We are always, always on the edge. Hearts are open wide. Different yet alike. Hier, meine Buschenfrisur. Hey, wer schmeißt denn hier einfach den Fotoapparat auf den Boden? Oh, ich hab... Smile, ich Baby! Und mich vergesst ihr wohl? Los, komm, wir gehen schnell. Hey, ich will noch eine... An alle Verwandten, die unsere Videos schauen, wenn ihr der Luna eine kleine Aufmerksamkeit zu ihrem Geburtstag mitbringen wollt, kauft Barbie-Klamotten. Attraktiv, Schokohasen. Nee, das habe ich schon abgesagt. Das sollen sie nicht mehr kaufen. Salami-Sticks. Oh ja, Salami-Sticks ist genau. Ja, ich würde sagen, das war unser Montagsvideo. Wir spielen jetzt noch ein bisschen und dann wird aber Luna Abi Zarabi Galoppi ins Bett gesteckt. Die ist nämlich noch hundemüde wegen gestern, weil die auch relativ spät ins Bett ist. Die wollte bei meinem Bruder nicht so wirklich einschlafen hier im Haus und hat ihr gesagt, sie will auf ihre Mami warten. Ja, ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Es war sehr, sehr, sehr viel Steffgelaber und wenig Eindrücke in unseren Tagesablauf. Und das Ganze obendrauf auch noch ungeschminkt. Ich bin selber total K.O. und freue mich jetzt, wenn ich mich mit Lu hinlegen kann. In der Hoffnung, dass Flo mich vielleicht irgendwann dann wieder aufweckt. Und wir würden uns natürlich wie immer über einen Daumen nach oben oder auch über einen... Tschüssi, bis zum nächsten Mal. ...lieben Kommentar freuen. Ach ja, genau, der liebe Kommentar. Und über ein Abo ja sowieso. Und heute habe ich mal alle drei Lumello-Wus in der Kamera, nämlich ich, Flondi und Lilu. Und deswegen sagen wir heute alle drei zusammen bis zum nächsten Mal. Auf Instagram. Ach du, alter Follower-Sammler.